Servus liebe Kurvenräuber und Räuberinnen, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Kaffee Racer Steak. Ich bin der Stefan und wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt, altbekannte Gesichter von der Garage 23, beziehungsweise habt ihr das ja schon mal gesehen in Glems Eck oder Max sein Video. Die zwei Jungs natürlich auch schon von der Custom-Szene Franken und der Sascha waren auch dabei in Glems Eck. Und ich habe heute die Ehre, hier reingehen zu dürfen und da steht etliches, also seid mal gespannt und ich denke, ihr gebt mir jetzt eine Rundführung in eurer Garage. Seid gespannt, was da kommt, wird ein Top-Video und ich würde sagen, wir starten. Bis gleich. Eigentlich wollten wir das hier in MTV Cribs-Verfahren machen, aber gut, wir sind halt jetzt doch in Deutschland, also machen wir es nach unserem Style. Und wir gehen jetzt mal rein, die Jungs stehen ja schon drin von der Garage 23 und es sind die drei Gründungsmitglieder, möchte ich jetzt mal behaupten, oder? Stimmt das so? Ja, ja, ne? Und ich würde jetzt einfach sagen, ich übergebe euch das Wort. Ihr seid eh hübscher, das habe ich schon mal erwähnt. Und fangt einfach mal an. Über das Verstand was heute erst. Alter, vor Schönheit, muss ich loslabern. Ja, ich glaube auch. Ja, leg los. Ja, erstmal herzlich willkommen hier bei uns in der Garage. Und ich würde halt sagen, wir laufen jetzt mal Stück für Stück durch und zeigen wir was. Und erklären wir mal, wenn wir was zum Zeigen haben, ne? Was wir so getrieben haben, was die Basis war. Von mir aus auch was gekostet hat und hin und her und wie wir arbeiten und zeigen euch halt mal, dass es nicht unbedingt immer teuer sein muss alles. Ja. Wir machen ja auch alles selber und wie soll man sagen, recht oldschool, ne? Triggerwarnung, könnte lang werden. Ja, wollen wir gleich mal hier mit dem Regal anfangen? Fangen wir an, das ist quasi natürlich auf Deko gemacht, ne? Wir haben zwar viel Lagerfläche auf dem Dachboden oben, ne? Aber fürs Auge brauchen wir ein bisschen was. Ja. Das sind so halt die gängigen Sachen. Ein paar Helme liegen halt rum, Tanks, was übrig geblieben sind. Ja. Dann hier von uns ein Steckenpferd, ne? LS650, neuer zweiter Rahmen. Ne? Ja, Material scheitert es bei euch nicht. Vor allem ist das Geile, das habe ich ja angesprochen in meinem Video, die Tanks. Und ihr könnt wirklich mal durchprobieren, was euch taugt. Richtig, ja. Der jetzt nicht irritieren lassen, das ist meiner. Warum, erzählen wir vielleicht später auch noch, aber ja. Macht mal weiter. Ja, nee, ist halt so fürs Auge, haben wir uns gedacht, ne? Ja, ja. Stylisch auf jeden Fall. Die Koffer zum Beispiel, wenn du mal schnell ein Motorrad brauchst, sind die meisten hinten Halter dran, mal schnell rangemacht, ne? Ja, sonst. Cooler Tank. Ein paar Autosachen sind noch, weil wir halt aber alte Autos auch noch haben, ne? Ja. Sind noch mit drin. Das Fahrrad zum Beispiel hier quasi von meiner Lebensgefährtin aus der Erbschaft übernommen, kann man sagen. Okay. Ja, und halt lauter so Zeug. Ja, Kassel halt, dass da was ausschaut. Nee, geil. Ja. Okay, gehen wir einen Schritt weiter, würde ich sagen. Das könnt ihr jetzt entscheiden, ob wir gleich links oder geradeaus gehen. Dann könnt man auch noch mal was drauf ansprechen. Na hier jetzt quasi zu unserer Rechten haben wir vom Jobcast, von unserem Podcast hier, wo wir mal aufnehmen, die Arbeitsfläche nächstes Mal. Da kommt quasi noch der Computer hin, den haben wir daheim, unser Laptop, unser Arbeitsraum. Genau. Also die zwei Jungs haben jetzt mittlerweile einen Podcast, nennt sich Jobcast. Ich bin da nicht so involviert. Seit es euch gibt, jetzt doch. Und ich höre mir das immer an über Spotify. Ja. Aber auf was für Kanälen kann man es noch hören oder nur über Spotify? Könnt ihr mal jetzt Eigenwerbung machen? Spotify und Let's Cast. Let's Cast FM. Genau. Ja. Und hier findet das Ganze statt. Also für alle, die euch nur bis jetzt gehört haben und euch jetzt das erste Mal sehen, hier sitzt ihr dann immer und erzählt natürlich eure Geschichten. Ich kann es nur empfehlen. Man kann lachen und ihr sprecht da wirklich einem aus der Seele. Also es ist wirklich top. Also von Garagenschrauber für Garagenschrauber. Genau. Wir geben halt Tipps oder wie wir was gemacht haben, weil halt oft Fragen sind, wenn wir irgendwo auf Treffen aufkreuzen und so weiter. Und es kommt, also wir haben jetzt drei Folgen und es kommt wirklich sehr gut an. Und es schreiben aus ganz Deutschland Leute, was natürlich am Anfang total verstörend war, muss ich sagen. Uns hören sogar mittlerweile zwei Schweizer und ein Österreicher. Und die verstehen euch, ja? International! Wir haben es ja vorgemacht in der ersten Folge mit Fränkisch und so. Genau, ne? Ja. Nee, das kommt gut an und dann haben wir natürlich auch doppelt so viel Bock, das weiterzumachen. Ja, richtig cool. Ich meine, hat auch Style, allein hier schon quasi das aufzunehmen. Genau, ja. War uns halt wichtig, dass wir es aus der Garage machen, weil wir hocken eh immer hier. Ja. Und dann ist das auch irgendwie so, fühlt sich gut an, sagen wir so. Ja, naja, ist halt realistisch auf jeden Fall. Ne? Ja. Ja, vor allem du hast halt alles hinten dran stehen dementsprechend. Ne? Die Atmosphäre stimmt ja dran. Die Atmosphäre passt und wenn du da mal einen Haker drin hast, dann schaust du einfach mal rein. Ja, und dann weißt du wieder Bescheid. Schon öfters passiert, dass wenn du irgendwas vergessen hast, dass schnell losrennst. Du schaust, welche Hersteller war jetzt der Auspuff oder irgendwas. Ja, aber gerade das ist ja das Schöne dran. Ne? Ja, aber also, wir machen es dann so, dass wir das ja mit Instagram quasi gut mischen, ne, mit der Jobcast-Seite. Und dass wir, wenn wir dann irgendwas besprechen, posten wir auch ein Dritt dazu, dass die Leute das auch dann quasi
sehen und nicht nur hören. Genau. Also hauen wir auf jeden Fall mal hier gleich nochmal einen Link rein ins Video und auch nochmal unten in die Videobeschreibung. Jawohl. Also wenn ihr da Interesse habt an den Jobcast, schaut mal vorbei oder hört mal rein, eher gesagt, ne? Bei den Jungs, okay. Wir haben es halt jetzt so gemacht, dass wir immer zwischen halben Stunde und Stunde sind, dass die Leute zum Beispiel auf dem Weg in die Arbeit oder heim sich das schön aufteilen können. Ne? Genau. Das ist so, weil wann hockst du mal länger wie eine Stunde dort und gerade das kannst du gar nicht konzentrieren. Das war von unserer Zeit. Erfahrung her. Ne? Ja. Und die Zeit, ne? Ja. Ja. Ja, okay, wunderbar. Ja, wäre schön, wenn ihr alle mal reinhört. Ja, wäre cool. So, dann gehen wir einen Schritt weiter, würde ich sagen. Da würden wahrscheinlich die meisten Tätigkeiten schon passieren, was das Handwerkliche betrifft, ne? Ja, ja, von der Metzgerei in die Garage, kann man sagen, der Tisch. Ja, es ist so ein alter Metzgerstisch, den haben wir umgebaut zur Werkbank für uns, ne, was man halt braucht. 0815 Zeug halt, so Standard, Schrauber, Equipment, sagen wir mal, ne? Ja, jetzt vor 2 Wochen wurde er abgegradet. Ja. Größere Werkbank, größere Schleifmaschine. Ja, okay. Alles sponsert. Ja, okay, ihr habt ja Mainz wahrscheinlich gesehen, das habe ich noch erwähnt. Ja, gut, das ist natürlich eine andere Liga. Brauchen wir nicht drüber reden, aber ich bin ja auch noch am Wachsen. Wir hatten, jahrelang auch so einen halbgroßen, also ja, wesentlich kleiner wie den. Ja, Schraubstock, ne? Das ist sogar noch. Genau. Da ist der Schleifstein jetzt, ne? Ja, okay. Und das langt auch, ganz ehrlich. Also der, du kannst aber mit den billigsten Mitteln trotzdem genauso gut arbeiten. Das ist jetzt quasi gesponsert gewesen von einem Kumpel, weil der Opa verstorben ist. Ne? Ja, und dann war das eigentlich ganz, ganz cool. Lebt es wenigstens weiter. Man braucht es nicht, wie du davon aussiehst. Ne? Du kannst auch den günstigen Hersteller nehmen. Das tut es genauso viel. Jawohl, Parkside. Halt. Also wenn ihr uns mal seht, dann haut mal was raus für die Jungs und natürlich auch für mich. Ja, Sponsoring. Kommt dann vor die Jobcast-Folge. Heute gesponsert von Parkside. Warum ein Parkside-Bike, oder? Ja, die Idee, oder? Müssen wir uns wenigstens streiten über die Farben, das war's. Ja. Gut, okay, ja, wunderbar. Ja, dann halt so auch wieder so typisch optikmäßig, wenn auf den Putz gehauen oder einfach alte Paletten gestellt, das passt schon. Ne? Und Griffe werden auch nur zur Verfügung, sehe ich gerade. Ne? Das sind ja diese Events, was genau, ich immer sage. Da, ne? Da kommt noch mehr auf den Weg nach hinten. Ah ja, okay, wunderbar. Da ist noch einiges vorhanden. Ja, da habt ihr noch ein paar Ersatzteile, Hülsen, was der Geil, sehe ich jetzt da gerade. Ne? Was sich also zusammensammelt, das Gruscheck. Und wir wissen wirklich zum Teil, was wo liegt. Man glaubt es nicht, aber es ist echt so. Ja, ja gut, das bürgert sich schon einmal der Zeit. Ja. Inzwischen auch nicht mehr wegzudenken, eine kleine Drehbank, ne? Die langt für die Motorradteile, auch wenn man es nicht glaubt, ne? Weil ja viele so einen Meter Schlitten haben oder irgendwas. Aber uns langt die kleine bis jetzt eigentlich schon. Ja, ich muss dazu auch sagen, mein Papa hat es auch mal beruflich gemacht, hat auch eine kleine zu Hause in der Größe. Ja, doch, die meisten Teile kann man damit bearbeiten. Ja. Was magst du mal, eine Hülse oder irgendwas? Genau. Ne? Oder bloß Gewinde drauf drehen oder genau. Ja, da, ganz ehrlich, das langt. Und da muss man nicht Tausende von Euro ausgeben. Ja, wunderbar, super. Ja. Ihr sagt an, wie es weitergeht. Ich bin hier Gast. Gehen wir einfach weiter ringsum ins Teileregal, also ins Kleinteileregal. Da könnt ihr euch vielleicht auch mal ein bisschen da vorstellen, dass man euch alle mal seht. Ihr gehört ja alle dazu. Sascha, du auch. Brauchst jetzt das Schüchtern sein. Genau, in die Mitte. Auch hier quasi aus dem Baumarkt die Regale geholt, ne? Und irgendwer Alz wieder irgendwo rausgezogen, zusammengestellt, dass es halbwegs ein Bild hat. Ne? Passt. Dann oben für die Helme noch, die wo wir eigentlich nicht mehr benutzen, bloß dass sie daheim rumliegen. Ja. Oder hier für die Waldwiesen-Moments, ne? Oben drauf. Alles wirklich so. Geld hat es nicht gekostet, oder, Jungs? Angesammelt alles. Ja, so über die Jahre jetzt angesammelt. Jetzt sind wir ja schon rein Moped-Schrauben hier schon fast 10 Jahre. Ne? Ja, richtig. Davor Auto. Ne? Ja, so hat es eigentlich angefangen alles. Ne? Ja, gut, von der Größe her ist es hier ideal auch für Autos. Wisst ihr zufällig, wie viele Quadratmeter es circa sind? Das interessiert ja auch den einen oder anderen oft mal. Muss ich jetzt leider passen, ich weiß es gar nicht. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich schätze es jetzt mal und es sind auf jeden Fall. Mehr 150 wollen es schon sein. Ich denke es auch 150. Da hast du den Dachboden genauso nochmal. Ja. Also ich schätze 120. Na ja, gut. 250 Meter ist es. Okay, ja. 250 Meter. Du, den Mietvertrag hat mein Bruder 2001, glaube ich, unterschrieben. Das wissen wir. Das wissen wir, was das sind. Da hat keiner mehr reingeschaut. Ne? Ja, da habt ihr auf jeden Fall, ich sehe Batterien, ihr habt alles da, Schrauben, Sammelsurium, was man alles so braucht, Splinde und vor allem hier, Griffe. Was habt ihr da noch Schönes? Ja, Ventilkappen. Da haben wir mal eine Benzinhähne. Da haben wir mal so quasi ein Konvolut aufgekauft, da war das mit drin, das haben wir jetzt einfach hingehängt. Benutzt kein Mensch, wir auch nicht, aber ne. Ich bin ja froh, dass ihr jetzt wenig Geld dabei hättet, sonst hätte ich jetzt gleich direkt einkaufen können bei euch, oder wie? Für dich dann die mit den Smileys, oder? Ja, Kabel auf jeden Fall ist auch immer ganz wichtig, stelle ich immer fest. Man hat irgendwie genug da, aber nie das Richtige gefühlt. Ja, super. Ja, okay, das ist dann so meine. Das ist meine Elektroecke. Stimmt, du übernimmst ja den Elektropart bei euch. Ja, ne? Immer wieder. Ja, ansonsten halt immer wieder zugekauft, verschiedene Kabelquerschnitte, sonstiges, von 0,75 Quadrat bis
ich glaube, eine 45 Quadratrojaner oder irgendwas, lauter so ein Kleinzeug, einfach für M-Unit, Yostbox oder sonstiges. Ja. Ansonsten, was ich zum Beispiel empfehlen kann, was ich saugeil finde, sind die hier. Ja. Ach, diese Lötverbinder, oder? Das sind die Lötverbinder mit dem Schrumpfschlauch. Ich will sie mir nicht mehr wegdenken. Die sehen so geil. Sind direkt die mit dem Zinn, das gleich verschmelzt. Genau. Einfach kannst du es dir nicht machen. Wenn du überlegst, wie lange wir damals immer Dongok waren und gelötet und hinher, ne? Kolben und mit den Zange und zusammenhalten, dass es nicht verrutscht, vorher Schrumpfschlauch drüber, ne? Da ist das Gold wert mittlerweile. Und du sprichst das ja schon an, das ist mir jetzt oft schon aufgefallen, egal, wenn man für einen Kumpel oder selbst solche Blinker verbaut, ich weiß es gar nicht, es ist maximal 0,5 stark. Es sind ja wirklich nur noch Haare, man tut sich einfach wirklich hart damit. Und mit den Lötverbindern geht es schon wirklich um einiges einfacher. Isolierst ab, steckst drüber, steckst zusammen, jetzt ist es in Position mit dem Heißluftföhn, geht auch mit dem Feuerzeug, ne? Aber Heißluftföhn ist halt gleichmäßiger, macht es echt schön. Ne? Ja. Und dann hat sich der Käse gegessen, dann läuft es. Jetzt muss ich bloß einen Schritt mal zurückgehen, dass man hier den Rest noch sieht, weil da habt ihr ja zwei Ständerbohrmaschinen. Ja, für so kleine Arbeiten, zwei kleine, ja. Und das ist noch, hier nochmal Tischkreissäge, was soll das sein? Oder? Kannst du Blätter reinbauen, alles was du willst. Sehen, was man will. Es ist eigentlich eine Modellbau-Drehbank, aber mit Aufsatz mit der Tischkreissäge. Ja, okay. Also kleine Aluteile und sonstiges, ist auch kein Problem damit abzuschneiden. Richtig, ja. Deswegen haben wir die dann ins Regal integriert, ne? Und die tut ihren Dienst. Ne? Ja. Lang, ne? Also ganz normal, ne? Aus dem Baumarkt und gut ist. Jetzt habe ich mal noch eine Frage, weil ich war einmal kurz schon hier, aber nur mal so reingespitzt. Jetzt mal wirklich eine richtige Besichtigung von eurer Halle. Ich bin beeindruckt, habe ich vorhin schon gesagt. Allein schon die Masse an Bikes. Aber jetzt im Winter, wie oft kommt es wirklich vor, dass wirklich ihr vier oder vielleicht sogar noch mehr da sind und zusammenschraubt? Doch, ich denke mittlerweile, aber es wird jetzt wieder mehr, würde ich sagen. Ja. Also wir zwei, muss man sagen, waren jetzt die letzten Winter mit dem Wolfgang zusammen, den kennt ihr noch nicht. Ja. Waren wir schon, also die ziehen schon durch, dass wir zwei, dreimal die Woche auf jeden Fall hier sind. Ja. Wir haben Heizung hier, wo mit dieser läuft, das geht dann schon. Also. Ja, und früher mit Max, ne, früher waren wir fast täglich, ne? Ja, wir waren eigentlich, ich kenn die LS, die ist hier entstanden, genau, da waren wir im Winter hier. Da waren wir im Winter eigentlich fünf Tage die Woche da. So. Wahnsinn, ne? Fünf Tage die Woche, Abend oder eine Woche, vier Stunden der Aufschnitt. Ja. Auch gerne mal freitags, wenn man dann weiß, am nächsten Tag ist nichts. Mhm. Einfach mal kurz zusammen. Und wenn du bloß hier dich einmal außen hinockst oder was, ne, oder innen hier. Ja, also bloß einmal treffen oder wenn labern, ne? Also, ja, die schönsten Aktionen sind ja die, wie wir es zum Beispiel letztens mit der XS hatten zum Beispiel. Ne? Abends um 22 Uhr gehst rein und irgendwann nachts um 1 Uhr gehst du wieder raus. Stell dir hier gar nicht, bist auf dem Dorf, ne? Ja. Genau. Machst du ein bisschen Kleinarbeiten und sonstiges, gerade wenn du zum Abend doch nochmal was machen willst und zum Abschalten einfach, ist das manchmal echt geil. Natürlich muss man sagen, es ist Anfang Winter, wie zum Beispiel hier jetzt, der Sascha hat jetzt sein Projekt angefangen, ne? Da bist du noch richtig motiviert, ne, das Sascha? Das ist das eigentliche Projekt. Von lauter schwarzen Moped. Nee, da bist du natürlich noch richtig motiviert, da macht man schon öfter, oder? Ja, letztes Jahr habe ich auch den ganzen Winter so ungefähr hier verbracht, weil ich mir das erste Motorrad gekauft habe und dann ging es da richtig los auf eine LS650. Man kennt es, jeder Schrauber kennt es wahrscheinlich, es kommt natürlich dann eine Phase, wenn es richtig gastig kalt wird, dass dann mal so eine Phase kommt, wo man vielleicht mal so zwei, drei Wochen nicht reingeht, dann hat man auch mal... Ja, wobei dann stellt man sich dann einfach vor's. Gut, dann hat man noch mal so ein, zwei Wochen dabei, wo man einfach krank ist. Das ist halt mal so. Weißt du, was ja bei mir auch? Ich habe ja dann auch den einen Durchhänger gehabt von so einem Monat. Das habe ich aber auch in jedem Projekt, dass da mal so. Hast du immer teilweise im Monat einfach mal so drei, vier Wochen, wo du wirklich gar keinen Bock mehr hast, einfach. Ne? Oder drei Jahre, wie ich jetzt. Aber das war was anderes. Gut, jetzt zeigen wir auf jeden Fall mal die Heizung noch, weil das ist ja auch so ein Thema für mich, was ich schon mal angesprochen habe. Wie beheizt man am besten natürlich die Räume, gerade im Winter? Ihr habt jetzt so eine Dieselkanone. Ja. Wir haben es jetzt gerade angesprochen. Ich schätze, Deckenhöhe ist geschätzt 250 bis 3 Meter. Ja. Quadratmeter haben wir gerade angesprochen, ungefähr 120 Quadratmeter. Mhm. Und jetzt, ja, Bulli, du bist natürlich der Fachmann. Jetzt kannst du mal sagen, wie viel KWE die hat und so weiter. Jetzt machen wir Werbung, dass wir zwei Sponsoren kriegen. Kein Problem, kriegen wir hin. Also für die 120 Quadratmeter, was wir knapp haben, habe ich damals eine Dieselkanone mit 35 kW besorgt und kann dazu sagen, es gibt sehr viele Plattformen, wo Gebrauchte davon angeboten werden. Also das ist ein Gebrauchter gewesen, der ist, glaube ich, 15 Stunden gelaufen und hat noch 300 Euro bloß noch gekostet. Mhm. Und für 300 Euro habe ich gesagt, okay, nehme ich mit. Kaufe ich, stelle ihn hier rein und für 35 kW, also man muss echt dazu sagen, es ist eigentlich echt
Super, ja. Weil 10 Minuten, Viertelstunde und wir haben hier drinnen 22 Grad. Echt? Ja, doch. Ja. Wow, wow. Aber du im Winter mit T-Shirt arbeiten. Genau. Super. Boah, super. Aber du merkst halt, wenn sie abschaltet, die schaltet ab 15 Grad erst wieder ein, dann, ne? Du merkst schon, wie halt teilweise. Ja. Es geht halt schnell wieder weg, die Wärme. Man muss auch sagen, wir haben. Es ist halt Kalksandstein. Es zieht halt hier, weil es alter Kuhstall ist, wenn man die Decken anschaut, mehr überall. Ne? Ja. Also, es zieht, aber du kannst hier wirklich für wenig Geld. Ja. Okay, jetzt kostet diese, wenn man so. Wenn du im Winter bei minus 10 Grad Longsleeve anhast und du hast das Ding gelaufen, dann kannst du locker flockig arbeiten. Das ist eigentlich mein Traum, den ich eigentlich immer gern hätte, dass man sagt, man kann in einem Pulli vernünftig arbeiten, muss nicht mit einer dicken Winterjacke arbeiten, wie es ich jetzt Jahre gemacht habe. Wir hatten davor so eine Gas, ne, mit Gas, ja, mit der Gasflasche, ja. Und das war scheiße, weil dann riecht es hier. Ne? Und die hat ja hier Schlot nach außen. Genau, das ist ein Trennsystem. Ne? Also Heißluft wird eingeblasen und alles, was Abgas ist, wird nach draußen geschickt dementsprechend. Ne? Ja, top. Okay, dann. Du bist der Fachmann und die Leute wollen ja immer alles wissen. Und ihr könnt natürlich auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze beheizt bei euch. Habe ich ja schon mal gesagt, aber was verbraucht ihr denn? Jetzt hat natürlich umso wichtiger bei den Spritpreisen. Ne? Ungefähr? Also ungefähr schätze ich, dass wir einen 5 Liter Kanister am Tag wahrscheinlich brauchen. Nein, nicht einmal ganz. Ich denke mal, wir kommen mit 10 Liter in der Woche klar. Ja. Wenn wir 5 Tage schrauben, läuft das eigentlich doch gut. 10 Liter, sagen wir mal 20 Euro in der Woche. Ja, sowas in dem Tag. Also ist es pro Mann, wenn wir jetzt mal runterbrechen, auf 5. Was noch wichtig ist, was ich noch dazu sagen möchte, die ist rollbar. Genau. Somit muss ich der Schlotfächer nicht abnehmen. Das ist ganz wichtig. Das Wort ist zwar zu oben, aber sie hat rollen. Perfekt. Das ist das Wichtigste. Ah, schön, dass ist die fest montiert oder steht auf dem Boden, muss der Schlotfächer. Das war der Punkt, warum ich ja mobilen damals haben wollte, weil wenn Räder drunter sind und es eine mobile Einheit ist, ist sie nicht eintragungspflichtig als Feuerstätte. Nämlich. Das ist nämlich ganz wichtig. Ja. Das ist wie eine Gaskanone, wenn das Ding nehmbar ist und tragbar ist, ist es kein Problem. Ne? Ja gut, ich weiß nicht, ob er es mitgekriegt hat. Ich habe mich ja für so eine China-Standheizung interessiert. Mhm. Dann muss ich da Rollen drunter bauen, einen Rollstuhl drunter. Dann. Weiß nicht, ob das nimm ein Möbelbrett, ja. Mach ein Möbelbrett mit einer Metallplatte drunter, also dass nichts goggeln kann und dann ist das eine rollbare Einheit, eine mobile Einheit. Gut, ich muss mich natürlich jetzt auch entschuldigen, ich fränkel wahrscheinlich auch mehr wie sonst, aber das ist natürlich jetzt so in unseren Slang, ich hoffe ihr versteht's. Ja gut, dann haben wir das auf jeden Fall abgehakt, denke ich, ist schön warm für euch, ihr könnt schön schrauben und jetzt sehe ich da hinten natürlich noch ein Regal, das ist ja auch immer äußerst wichtig, weil man kann nie genug haben. Ich weiß nicht, wer dafür was erzählen kann, will. Holger? Ja. Stelle ich mich zur Verfügung. Auch wieder Baumarkt. Hallo, ne? Und wir haben halt, ihr wisst ja, wie es ist. Die Dosen, die stehen in der ganzen Halle, wenn es drauf passt. Haben wir jetzt einfach oben Schmierstoffe, so Zeug, hier rein Lack, ne? Zeug, was du noch brauchst, unten auch wieder Reiniger und haben halt so ein kleines System, unten Öl, ne? Dann hat es wenigstens halbwegs Ordnung, weil die Dosen sind verflucht. Ja. Das ist wie wenn es einen Kaffeeautomat hast, den überall Becher und so ist eine Halle mit den Dosen. Ja. Die stehen dann überall und so hast halbwegs Ordnung, ne? Dann passt das eigentlich. Ja, jetzt haben wir aber eins noch vergessen, da müssen wir jetzt unbedingt noch drauf eingehen, weil das ist eigentlich auch mein Traum, aber ich habe ja gar nicht so viel Platz wie ihr. Dosen sowieso immer wichtig, weil irgendwie fällt immer die Farbe, die man braucht oder das Reinigungsmittel. Und es bleibt immer was übrig. Das sowieso, weil man braucht immer bloß einen Spruzer, ne? Ja. So, und jetzt kommt das Allerwichtigste und das Geiste. Die Kantbank. Genau, eine Abkantbank. Ja, also ich glaube, also ich behaupte mal, die ist bestimmt schon 60, 70 Jahre alt. Ja. Könnt mich gern verbessern, wenn ihr es wisst. Also die stammt auch aus einer alten Garage, ne? Und die ist eigentlich, kann man sagen, genial. Ja, die ist Gold wert, ne? Ja. Die ist wirklich Gold wert. Ich habe es jetzt wieder bei mir gemerkt. Ich baue ja die Sitzplatte jetzt selber für meinen Umbau. Gut, wir haben in der Arbeit eine Kantbank, Gott sei Dank, aber es wäre halt immer besser, man hat selbst. Weil du weißt ja, wie es ist, man verliert wieder Tage, weil man muss wieder in die Arbeit rennen, das dort kann. Ihr könnt sofort eure Bleche, was auch immer, anfertigen und der Käse ist gebissen. Ne? Natürlich muss man sagen, am Weg von 2 Meter, ne? Vom Moped zu, ich bearbeite nochmal nach. Das, naja. ist halt schon Luxus. Ja. Ja. Aber ich glaube, für die Moped-Schrauber, behaupte ich jetzt mal aus meiner Erfahrung raus, langt so eine, wo du auf dem Schraubstock draufstellst. Ja. Ne? Weil, glaube ich auch. Da hast du einen Meter, ne? Da hast du einen Meter, wo willst du nur einen Meter hinbauen? Ich hab noch nie ein Blech an einem Mobilbogen, was über einen Meter hat. Ne? Also nee, wir biegen ja teilweise eigentlich bloß Bandstahl drin, was anderes machen wir eigentlich nicht. Ah, ja. Auch nochmal eine Sitzbank. Und das schafft die noch? So eine wirklich? Ja, natürlich. Echt? Wahnsinn, okay. Ja. Weil man sagt ja meistens immer nur so 2-3 Millimeter. Aber die schafft 5 Millimeter nochmal. Wow, also, Wahnsinn. Du hast ja wirklich, schau dir mal den. Genau. Ja, der Hut ist halt massiv, groß. Ne? Ja, okay. Das ist massiv.
Ja, aber das ist genau der Unterschied, was du gerade gesagt hast. Die mag jetzt 70 Jahre alt sein, aber es ist halt noch Qualität. Ja, was wir nie gehen. Ja, ja, funktioniert immer. Richtig. Ja. Und wenn was kaputt geht, dann kannst du es im Handumdrehen wieder reparieren. Ja, ja, genau. Ja. Also du brauchst ja gekantetes Teil. Aber wie gesagt, als Tipp gebe ich auch mit auf den Weg, kauft euch so eine kleine für den Schraubstock. Das langt alle mal. Ja. Locker. Was biegst du vielleicht einmal? Ne? Blinkerhalter, Batteriebox von mir aus, ne? Batteriebox, Elektrobox, ja, und ein Motor oder was, da reicht alles mit einem halben Meter aus auf den Schlauch. Ich wollte es jetzt gerade sagen, ich sage mal so 50 auf 50, wenn du als Blechmaß hast, dann ist es schon verdammt groß. Dann ist es verdammt groß. Ja. Vor allem beim Coffee Racer heißt es eigentlich weniger als mehr. Ne? Ja. Richtig, ich meine, da hast du natürlich vielleicht eine lange Sitzbank oder sowas, wo du dann aber trotzdem nicht breit hast. Ja, aber bei der Sitzbank hast du das Glück, auch nur wenn du den Kick-Up hinten machst, nicht hoch. Genau, dann, sonst hast du ja nichts. Genau, und da reicht die Breite auch völlig aus. Absolut. Mein Gott, ihr macht mich immer noch verrückter hier, jetzt sehe ich gerade die dritte Ständerbohrmaschine. das ist ein Wahnsinn bei euch, Jungs. Aber Superbox da was Größeres, ne? Deswegen steht die hier. Die Kleinen sind schön und gut, lang auch, aber... Na ja, klar. Und außerdem sind wir immer fünf Köpfe, wenn wir dann hier hocken werden, da braucht der mal schnell den. Und jeder braucht eine Bohrmaschine. Genau. Das ist immer so, wenn einer an der Bohrmaschine steht, müssen komischerweise auf einmal alle hin. Ja. Der Klassiker. Auch Länge habt ihr auch noch, ein paar Fender sehe ich hier gerade. Ne? Also ihr könnt, wenn ihr ein Projekt umsetzen wollt, habt ihr ja alle Möglichkeiten, wirklich mal grob schnell was zusammenzustecken. Von Tank, Lenker, Fender, das ist alles da. Ne? Das ist jetzt hier ein gutes Beispiel mit der Rennmaschine, was wir bauen für die Achtelmeile. Die zeige ich noch nicht, die zeigt man später. Okay, ich sage nur, das ist zum Beispiel eine Resterampe, da ist gekauft, glaube ich, aktuell gerade bloß der Höcker. Und die Maske von. Es bleibt halt immer was übrig und man ändert ja einen Geschmack über die Jahre, dann tauscht man länger, deswegen bleibt halt. Und wie gesagt, der Dachboden ist auch voll, aber den zeigen wir euch nicht. Ja, das ist eine Katastrophe. Ja. Hm? Okay. Da kennen bloß wir uns auch so, was liegt. Und nicht einmal das richtig. Hashtag Ludolf. Auch das Haufensystem, oder wie? Ja, so in der Art, ja. Sauhaufensystem. Sauhaufen, ja. Ja gut, jetzt müsst ihr mir natürlich sagen, haben wir jetzt alles, was rein die Halle erstmal betrifft. Weil dann können wir ja später mal auf die Mopeds generell in der Halle eingehen. Ich finde, eins haben wir vergessen. Kann man auch noch mit auf den Tipp geben, weil Hebebühnen für Motorräder sind im Schnitt teuer, 300 Euro aufwärts. Ja. Und wenn du dann jetzt hier mal vielleicht einen Schritt zurückgehst und das mal anschaust, ich glaube, die Leute erkennen, was los ist. Ja, ich habe ja eine Hebebühne, ich habe sie gebraucht gekauft für 200, das ist richtig, ja. Und die hat jetzt zusammen keine 80 Euro gekostet, ne? Ja. Das war ein altes Krankenbett aus dem Krankenhaus und das haben wir getestet, bis 300 Kilo macht es mit, aber bei 300 Kilo bei der Harley hat es schon ein bisschen gebogen. Au, ja. Aber ja, beim zweiten Motor noch für die Harley, also grob hat es, aber ne? Ja, okay. So unsere normalen Mopeds, sagen wir mal, bis 230 Kilo, ne? Hebt die spielend. Ja. Ne? Also oben bloß ein Holzplatten drauf, ein Rüsselblechplatten, wenn es nochmal tropft. Ja, ach so, ja, klar. Und reiner Ast, reines Verladesystem für den Pickup. Genau. Stimmt, ja. Eine Pickup zu beladen kann man es auch nehmen. Ja, stimmt. Und da vorne halt die Klemme kauft für 30 Euro und das funktioniert 1A und kann man als Tipp mitgeben, weil sowas kriegst du manchmal geschenkt. Ne? Das hat jetzt insgesamt alles dumm und dran, ne? Hat 80 Euro kostet. Funktioniert so. Ja, Wahnsinn. Also, und wie gesagt, wir haben halt mit der Harley getestet und da hat sie wirklich. Ne? Ja, gut, da gibt es halt auf, aber ja. Sind wir im normalen Bereich, packt sie das auf jeden Fall. Wie gesagt, so normale LS oder Coffee Racer oder CB oder sowas hebt die, das ist überhaupt kein Ding. Ja. Ja. Also, und Riesenvorteil, ich weiß nicht, ob deine Hebebühne Rollen hat. Ja. Ja, okay, weil du kannst sie hier rumschieben. Ne? Also beim Putzen, die schiebst du einfach weg. Das ist immer so gut. Das ist super. Pro und Contra, also ist super, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir auch lange überlegt. Mein Problem war, ich habe selber in der Garage angefangen, in einer Einzelgarage schrauben. Und da wäre mir die jetzt zu groß gewesen. Bei euch mit der Fläche spielt es überhaupt keine Rolle. Was aber dann natürlich geiler ist, wie du schon sagst, du kannst sie rollen. Bei mir ist halt das Problem, so eine gekaufte Hebebühne hat meistens nur vorne rollen. Also du musst sie hinten immer anbuchten, dass du sie rumheben kannst. Ne? Ja, der Traum. Und es steht ein Bike drauf. Gut, ist jetzt kein Motor drin, aber trotzdem. Viermal Lenkbahn, also die Rollen, du kommst da überall, wo du willst. Hinten haben wir Rampe gebaut, ne? Das ist optimal. Also. Ja, gut. Ja, okay, dann würde ich sagen, Halle, check. Up and boom, 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 boom,
Ja gut, ist ein bisschen eskaliert hier, ne? Wurde ein bisschen viel geredet. Da wir so viel gelabert haben und doch einige Mobbits hier haben, haben wir beschlossen, das Video in zwei Teile zu schneiden. Was heißt wir? Er. Ja. Wir müssen ja nicht schneiden. Wir schneiden das Video in zwei Teile, so wie das hier. Genau. Und wenn ihr Bock drauf habt, zu wissen, was es damit auf sich hat, dann bleibt dabei und schaltet bei Teil 2 wieder ein. Oder 3 oder 4. Ganz auf 5.